Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, anderes ist als in westlichen Astrologie. Liebe Neura, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, das ist dein Geburtshoroskop, bildhaft dargestellt. In diesem Bild ändert sich nichts. Ein Geburtshoroskop ist ein Seelenplan und das bleibt und das zeigt den Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, wie ein Momentaufnahme. Und daran ändert sich nichts, das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Was sich ändert, das bist du und machst du Lebensschritte in 7 Jahren Perioden. Du bewegst dich alle 7 Jahre auf anderen Boden. Andere Themen sind wichtig, andere Einflüsse hast du. Du bewegst dich zurzeit in Tierkreiszeichen Krebs. Also Krebsthemen sind gerade wichtig. Deine Intuition, dein Zuhause. Aber es ist nicht nur deine Wohnsituation, angekommen zu sein, ein Zuhause zu haben, sondern auch einen inneren Tempel aufbauen, wo deine Seele ist. Das ist schon nach innen schauen. Und das ist schon eine spirituelle Reise. Und was für dich auch wichtig ist, Familie, ein Zuhause zu haben, die Suche, der Platz in dein Leben, vielen Dingen nimmst du gerade mit Gefühlen wahr und bist sehr, sehr intuitiv. In 2 Jahren wirst du in anderen Lebensphase sein und das ist die Tierkreiszeichen Löwe und die Löwe zeigt dann die Öffentlichkeit, deine Auftritte, deine Persönlichkeit kommt ins Geltung. Nicht nur du änderst dich, sondern auch Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Wobei bei Sonnenbewegung macht eigentlich die Bewegung unseren Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Planet heißt übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Jetzt beginnen wir April 2019 und ich starte mit Pluto. Pluto ist der letzte Planet in unserem Sonnensystem. Pluto bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Schütze nach indischen Astrologie. Pluto aktiviert hier bei dir etwas, dass du deine innere Kraft entdeckst, dass du einiges loslassen kannst, dass du auf den Wesentlichen konzentrierst, dass du diese Macht verspürst, dass du hier diese Energie befreien kannst. Dann folgt Neptun. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann, aktiviert Themen, was deine Werte betrifft. Auch diese Vorstellung zu haben, bei Neptun handelt sich auch um die Träume, Visionen, Vorstellung zu haben, was möchtest du im Besitz nehmen, was ist für dich wertvoll, dann zu deinen Werten stehen, deine Träume verwirklichen, weil das für dich wertvoll ist, und dann die Finanzen. Aber achte auf, dass Neptun hat
auch die Wirkung, was, wie soll ich das beschreiben? Neptun ist nicht greifbar, sondern bei Neptun-Energie handelt es sich um Fantasie und Träume, aber Neptun zeigt, wie man das verwirklichen kann, die Träume zum Leben, die Visionen zu leben. Außerdem, das ist eine inspirierende Energie und Kraft, das ist Kunst, das ist der Planet, der Künstler, der lässt uns inspirieren. Und mit dieser Inspiration kannst du zum Geld kommen, weil hier handelt es sich auch um Finanzen, also damit Geld machen. Aber weil das so schwierig zum Greifen, diese Energie, und dazu braucht man ein großes Vertrauen und Glaube, eine großartige Glaube daran, dann wird ein Traum wahr. Und wenn man das nicht glaubt, weil das so unglaublich erscheint, man fühlt sich dann enttäuscht. Und das ist die Schattenseite, diese Täuschung und Enttäuschung. Aber nicht, weil Neptun so ist, sondern wird die Energie dann in andere Richtung gelenkt. Und das ist nicht nur deine Energie, sondern auch die Einflüsse von außen. Und weil das hier auch um Geld geht, sei nicht allzu gutmütig. Kann passieren, dass jemand erzählt dir etwas. Oder jemand versucht dich von etwas begeistern, wie du zum Geld kommst oder Geld machen kannst. Aber das ist traumhaft schön beschrieben, aber entspricht vielleicht gar nicht die Realität, sondern jemand versucht etwas vorzutäuschen. Aus diesem Hintergrundinformation heraus sollst du schon aufpassen, welche Verträge unterschreibt, welche Angebote du bekommst, versucht es ordnen, entspricht es die Wahrheit oder versucht mich jemand etwas vortäuschen, Geld aus die Tasche zu ziehen. Also da ist bei Neptun Energie wichtig drauf zu achten. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Passiert bei Uranus-Energie auch was Plötzliches, Unerwartetes oder was Außergewöhnliches. Uranus ist im Widder, das heißt Veränderungen in Wohnsituation. Und das kann ganz plötzlich kommen, ein Umzug. Oder findest du ein ganz ungewöhnliches Wohnobjekt. Also hier kommen die Umbrüche, Veränderungen. Außerdem, hier ist die Basis, die Fundament, dass du auf diesem Fundament aufbaust etwas, dass du andere Einstellung hast, dass du die Richtung änderst. Du hast eine andere Basis. Natürlich kann das auch diese inneren Zuhause sein, dass du eine ganz andere Einstellung hast für etwas. Saturn bringt etwas in Form und belehrt uns, zeigt auch karmische Themen. Saturn ist im Schütze. Und hier hast du karmische Themen, weil Rahu, dieser Drachenkopf, was deine Seele eigentlich sucht, ist hier verborgen im Schütze. Und Saturn aktiviert das. Und bei Saturn-Einfluss passiert jetzt Folgendes. Du hast karmische Erinnerungen, karmische Begegnungen. Also Karma wird auf jeden Fall aktiviert. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter zeigt auch deinen inneren Größe, aber auch die göttlichen Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. All das, was du früher gesät hast, das trägt jetzt Früchte. Und dafür sorgt Jupiter. Jupiter ist auch hier im Schütze. Mars ist deine Kraft und mit diesem Kraft kannst du einiges bewältigen. Mit Mars-Energie kommt was in Bewegung oder kannst du dich durchsetzen. Mars ist im Stier. Mars bedeutet aber auch der Mann. Und hier kannst du was aktivieren.
Und das sind Kinder, Thema Kinder oder Lebensfreude oder dann Kreativität, dass hier etwas in Gestalt kommt. Das ist eine Lebensbühne sozusagen. Venus zeigt dich als Frau, aber bedeutet auch Kunst, Kreativität, auch Liebe, Partnerschaft. Venus ist der Liebesplanet, kann auch anderen Frauen bedeuten, gerade wenn Venus bewegt sich und aktiviert was im Horoskop, kann passieren, dass du da Kontakt hast zu einer Frau. Venus befindet sich im April im Wassermann, Wassermann, hier, genau hier Wassermann, und aktiviert deinen zweiten Lebensbereich, das heißt, steh zu deinen Werten, sei mit deiner Kreativität bewusst, sei auch mit deiner Schönheit, mit deiner Weiblichkeit, aber auch bewusst. Dieser Venus-Einfluss kann auslösen, gerade hier, wo auch um Finanzen geht, entweder, dass du Geld bekommst durch deine kreative Arbeit oder dass du schöne Dinge kaufst gerade. Es ist nicht nur die Geldeinnahme, sondern auch die Geldausgabe. Und Venus aktiviert natürlich, dann neigen wir dazu, uns was Schönes zum Kaufen. Merkur befindet sich auch im Wassermann. Das könnte für dich einen Vertrag bedeuten, was mit Finanzen was zu tun. Aber kann auch so etwas auslösen, dass du ein Buch kaufst oder gibst du Geld aus für ein Seminar. Bei Merkur-Energie handelt sich um Wissen, aber Merkur kann auch handeln. Also Merkur ist auch der Planet, die Kaufleute, dass du durch deine Kreativität oder Selbstständigkeit, Venus hat auch mit Selbstständigkeit auch was zu tun, dass hier Verträge hast oder zum Geld kommst. Also das sind die Themen, was diese Bewegung auslösen kann. Sonne zeigt die Monatsthema. Was ist die wichtigste Monatsthema gerade? Das ist die Kontakt zu deinen Geschwistern, für Verwandten, aber auch die Energie, wie du dich durchsetzt gegen Konkurrenz, wie du dich behaupten kannst oder Wissen aneignen, Wissen vermitteln, eine gewisse Austausch von Informationen. Rückläufigkeit bedeutet, das wird etwas gebremst. Und das hat auch einen Sinn und zeigt, ja, nicht zu stürmisch, überprüf noch etwas, mach langsam. Oder Rückläufigkeit löst auch aus karmischen Themen oder Vergangenheit. 11. April wurde Jupiter rückläufig. Und das bedeutet, wenn du jetzt groß rauskommen möchtest, dann zeigt hier Jupiter dir, mach langsam, mach kleine Schritte. Erstmal verinnerliche das. Das muss nicht so schnell passieren alles. 25. April wird Pluto rückläufig. Pluto räumt auf. Pluto räumt auf, weil Pluto braucht die Konzentration und konzentriert auch wirklich auf den Wesentlichen und entfernt alles, alles, was die Energie stört. Und genau das ist die Aussage bei dieser Rückläufigkeit. Denk nach an deine Vergangenheit und räum auf. Alles, was dich stört, deine Einstellung, was vielleicht dich hindert, erfolgreich haben oder Kontakte, Freundschaften, die wo deine Energie rauben oder dich ausnützen, die nicht gut meinen mit dir, da verabschieden. Oder Gefühle überprüfen. Hast du Angst, Zweifel, Schuldgefühl? Von diesen Gefühlen verabschieden. Pluto räumt auf und Pluto hat ein Motto, alles oder nichts. 30. April wird Saturn rückläufig, aktiviert Vergangenheit, aktiviert karmische Themen. Jetzt die Mondposition. 19. April ist Vollmond im Waage. Das heißt, dieser Vollmond beleuchtet etwas. Und schauen wir, wo ist dein Waage?
hier ganz oben, also beleuchtet Themen. Wie erreichst du deine Ziele? Was sind überhaupt deine Ziele? Wie bekommst du Anerkennung, Ansehen, Respekt? Und wo liegt deine wahre Berufung? 26. April ist Halbmond im Steinbock. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in einer Spannung zueinander stehen. Und diese Spannung spüren wir. Vor allem Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. Wir fühlen unsicher oder ist da Nervosität. Und genau in diesem Lebensbereich erleben wir das, in welchem Tierkreiszeichen dieser Halbmond befindet. Also 26. April ist das die Steinbock. Und da erlebst du diese Spannung, unsichere Auftreten oder du hast das Gefühl, dass du nicht so gut ausschaust. Du suchst die Fehler in dir. Also solchen Gedanken, Gefühlen löst dann aus. Mai 2019. Sonne ist im Widder. Das heißt, im Monatsthema ist dein Zuhause oder etwas gründen und du brauchst diese Basis, dieses Fundament. Mars ist im Stier. Also bleibt im Stier, so wie im April auch. Jupiter ist rückläufig. Und dieser rückläufige Jupiter löst aus, dass Jupiter zurückkehrt zum Skorpion. Und hier sind auch Freundschaften. Das löst aus, dass alte Freundschaften kehren zurück in dein Leben. Oder du machst Gedanken, ob du vielleicht nicht Kontakte pflegen sollst mit Menschen, die von früher kennst. Jupiter löst aber noch etwas aus und das sind deine Träume, deine Hoffnungen und deine Wünsche. Und Jupiter bringt Glück. Venus und Merkur ist in den Tierkreiszeichen Fischen. Und das bedeutet Gespräche mit einer Frau von Verwandtschaft oder in deinem Bekanntenkreis. 4. Mai ist Neumond im Widder. Aktiviert die Basis, die Fundament oder dein Zuhause. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Zieh dich zurück, mach dir Gedanken, was könntest du gründen, was ist die Basis. Mach Gedanken über deine Wohnsituation. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Wieder löst Unsicherheit, Spannung aus. Hier in die Partnerschaft, also Thema Partnerschaft. Wo du vielleicht denkst, oh, das klappt eh nicht oder ich fühle mich so unsicher. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Beleuchtet das voll und ganz. Und Waage hast du hier oben. Wieder Gedanken machen, was möchtest du erreichen, wie erreichst du das, wo liegt deine Berufung, wie bekommst du Anerkennung. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, wieder eine gewisse unsicheren Auftreten oder Unzufriedenheit mit dir selbst oder zu kritisch, zu streng. Steinbock kann auch streng sein, streng zu dir selbst. Juni. Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist Kinder,
Merkur hat auch einen Bezug zum Kinder und Jugend. Das ist die Zeit, was Merkur auch symbolisiert. Monatsthema ist auch deine eigene Kindheit, das innere Kind. Und auch diese schöpferische Energie, etwas gestalten, deine Lebensbühne, Kunst, Kreativität. Wichtig, sehr, sehr wichtig. Und bei Merkur kann auch zum Handlungen kommen und zum Gesprächen. Mars ist im Zwillingen und das bedeutet, entweder du setzt deine Kraft ein, den Alltag zu bewältigen, etwas verändern beruflich, oder hast du Kontakt mit einer männlichen Person im beruflichen Umfeld, das kann auch sein Beruf sein, oder im Gesundheitsbereich. Und wenn du um deine Gesundheit kümmern möchtest, dann bei Mars-Energie würde ich Sportbewegung empfehlen. Und jetzt kommt Venus. Venus ist im Widder. Und das heißt, du verschönerst etwas zu Hause oder bekommst du einen Besuch von einer Frau. 22. Juni ist Neptun rückläufig, aktiviert Vergangenheit, dein künstlerische Begabung oder Träume, Visionen, was mit der Vergangenheit was zu tun hat. Oder kann auch auslösen diese Rückläufigkeit, deine Kreativität, deine Vision, deine schöpferische Energie, auch deine Fantasie, dass du nachdenklich sein sollst, also etwas bremst, die Vorwärtsbewegung, und erstmal überprüfen, wie erreiche ich das? Was kann ich davon verwirklichen? Welche Richtung soll ich mich bewegen? 3. Juni ist Neumond im Stier und das bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit über Kinder, über deine schöpferische Energie oder die inneren Kind. 10. Juni, Neumond bedeutet immer Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Und hier im Löwe, wo um die Transformation geht. Loslassen, verabschieden, alles was stört, was im Weg liegt. Und wenn hier Halbmond ist, dann neigst du dazu, etwas festzuhalten. Aber bedeutet dieser Lebensbereich, im 8. Lebensbereich, auch Ämtern, eine rechtliche Lage oder Erbschaft oder anderen Ämtern, dann würde ich in diesem Tag keinen Termin ausmachen. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion und das beleuchtet die Themen deiner Freundschaften, aber auch deine Wünsche, deine Hoffnungen. 25. Juni ist Halbmond im Fischen und das ist Spannung mit Geschwistern, Verwandten oder es ist schwierig, dich zu behaupten, durchsetzen gegen Konkurrenten, Rivalinnen. Juli 2019 Sonne und Venus ist in Tierkreiszeichen Zwillingen. Monatsthema ist Arbeit, den Alltag zu bewältigen, um Gesundheit kümmern und die Venus-Energie hier im Bereich Arbeit bedeutet kreative Arbeit, aber kann auch auslösen, dass du das schön und harmonisch findest oder hast du Kontakt zu einer weiblichen Person. Hier im Tierkreiszeichen Zwillinge bewegt sich Rahu. Rahu und Ketu, das sind diese beiden karmischen Knoten. Es ist kein Himmelskörper, sondern ein Schnittpunkt im Himmel.
Und dieser Schnittpunkt bewegt sich auch, hat etwas mit Mondenergie was zu tun, aber aktiviert karmischen Themen. Ketu ist die Vergangenheit, Rahu das, was die Seele sucht, was braucht, die karmischen Erfahrungen, was noch fehlt, weil das befreit, dann fühlt man sich vollständig. Rahu, dieser Drachenkopf, was die Seele zur Zeit sucht, das zu verwirklichen, dieser Drachenkopf bewegt sich hier in den Zwillingen. Ganzes Jahr 2019 und auch 2020 hast auch noch hier Themen. Die Suche nach deiner Arbeit, wie kannst du das im Praktischen umsetzen, wie kannst du den Alltag gestalten, schöpferisch gestalten und auch gesundheitlichen Themen. Und Ketu, dieser Drachenkörper, was die Vergangenheit symbolisiert, bewegt sich im Schütze. Ganzes Jahr und auch Jahr 2020 auch. Und aktiviert hier jetzt 2 Jahre lang, also grob gesagt, 2 Jahre lang hier bei dir alten karmischen Erinnerungen. Was alles hier im Geheimen, im Verborgenen liegt. Und das ist für dich die Zeit, dieses Jahr und nächstes Jahr, das Auflösen davon zu befreien. Da sind Talente, Fähigkeiten da. Und das holst raus. Mars und Merkur ist im Krebs. Und das bedeutet eine Begegnung mit einer männlichen Person. Das kann ein jüngerer Mann sein bei Merkur-Energie. Oder löst aus, dass dieser Mann Nachricht sendet, also Nachricht und Gespräche. Bei Merkur-Energie handelt es sich auch um Gespräche, Kontakte. 8. Juli ist Merkur rückläufig. Und diese Rückläufigkeit bedeutet, wenn du Verträge unterschreibst, dann sollst du noch was überprüfen. Oder kommen noch alte Themen. Löst auch aus, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. Und hier handelt es sich auch um die Liebe-Partnerschaft. 2. Juli ist Neumond, hier in Tierkreiszeichen Zwillinge. Rückzug, Meditation, Nachdenklichkeit über die Arbeit oder wie könntest dein Alltag gestalten, bewältigen oder bei Gesundheitszustand hilft, wenn du zur Ruhe kommst. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, wieder Spannung, Unsicherheit, Nervosität und das bedeutet auf einer Reise oder durch Kontakte von Ausland oder durch Spiritualität, wo man unsicher ist, oh, was ist für mich die richtige, ich kann mich nicht entscheiden, das kann hier dieser Halbmond auch auslösen. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis hier im Schütze. Und die Finsternissen haben immer karmische Themen, weil ein Finsternis findet immer im karmischen Knoten statt. Also hier wieder karmische Themen wird dann aktiviert. Aber wenn wir schon bei Karma sind, ich habe etwas vergessen zu sagen und das hat natürlich auch eine Bedeutung. Juni, ich gehe jetzt mal zurück zum Juni 2019. Passiert Folgendes, Ketu, diesen Drachenkörper, was die alten karmischen Themen symbolisiert, ist hier im Schütze, bewegt sich im Schütze. Saturn ist der Planet der Karma, ist rückläufig, wieder alten karmischen Themen, ist auch hier im Schütze. Pluto ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit aktiviert auch Vergangenheit, auch karmische Themen. Pluto ist auch hier im Schütze.
Und dieser rückläufige Saturn, dieser rückläufige Pluto und Ketu bilden sich im Juni einer sogenannten Konjunktion, und das heißt, sie treffen sich. Sie treffen sich und wirken gemeinsam. Sie können gar nicht getrennt was bewegen, sondern die Energie vereint sich. Eine ganz gewaltige karmische also Energie, was die Karma, karmischen Themen hier aktiviert. Und hier handelt es sich um die Vergangenheit, dass vieles kommt von der Vergangenheit, Erinnerungen oder Begegnungen. Natürlich viele tolle Dinge, auch Talente und Fähigkeiten wird lebendig plötzlich, und das passiert hier im Schütze. Und jetzt zurück, Juli 2019, 25. Juli ist Halbmond in Fischen, und hier ist diese Spannung, was die Verbindung bedeutet zu deinen Geschwistern oder Verwandten oder Bekannten. September. Merkur ist in Zwillingen. Das kann für dich bedeuten, Vorstellungsgespräch, Arbeitsvertrag, Handlungen im Alltag, hat viel mit beruflichen Situationen was zu tun, oder Gesprächen im Arbeitsplatz, weil hier auch die Gesundheit auch geht, dann kann das auch Arztterminen auch bedeuten. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Monatsenergie ist die Liebe, Partnerschaft. Nicht nur die Monatsthema hier im siebten Lebensbereich bezieht sich auf die Partnerschaft, sondern schau das mal an. Mars und Venus ist aber auch hier, und das ist die Liebespaar Mars und Venus. Also hier passiert was in der Liebe, Partnerschaft. 12. August wird Jupiter direktläufig. Und das erlebst du hier bei Freundschaften. Das kann bedeuten, dass die Kontakte, Freundschaften nehmen zu. Aber bedeutet auch, dass du deine Hoffnungen, Wünsche verwirklichen kannst. Weil Jupiter bringt dir Glück und kommt endlich was in Bewegung, eine Vorwärtsbewegung. Ich würde sagen, weil das gleichzeitig hier auch Mars und Venus als Monatsthema die Partnerschaft zeigt, dass hier du eine Beziehung eingehst oder endlich geht's voran in die Liebe, Partnerschaft. Abgesehen davon, dass in dein Geburtshoroskop ist Mars hier und Jupiter aktiviert die Mars-Energie, und das entspricht deinen Wünschen, deinen Vorstellungen, deine Hoffnung auch. Das kann bedeuten, dass du in Freundeskreis, Bekanntenkreis oder in einer Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind, wie ein Verein, ein Kunstverein zum Beispiel, dass du dort begegnest. 12. August wird Uranus rückläufig, und das heißt, wenn du vorhast, dich umzuziehen und wohnlich verändern, halte das noch zurück. Ist nicht der richtige Zeitpunkt. 1. August ist Neumond im Krebs. Und das ist Rückzug, Nachdenklichkeit. Kann auch bedeuten, dass du mit deinem Partner zurückziehst und genießt diese Zweisamkeit. 7. August ist Halbmond im Waage, hier oben, wo das um Zielen geht, dass du vielleicht unsicher bist, oh, erreiche ich meine Ziele, ja oder nicht. Oder hier steht man im Licht, in Öffentlichkeit, hier bekommt man auch Anerkennung, Aufmerksamkeit, dass in diesem Tag vielleicht hast du das Gefühl wieder, bist du übersehen, keiner beachtet dich. 15. August ist Vollmond im Steinbock,
und das wird voll und ganz beleuchten. Und das ist deine Persönlichkeit, kommst zum Geltung, kommst zum Licht, das wird wahrgenommen. 23. August ist Halbmond im Widder und Halbmond löst Spannung aus und das ist entweder eine kleine Reparatur im Haus oder du spürst die Nervosität und sollst du zurückziehen, zu Hause bleiben, dich erholen oder wenn du was gründen möchtest, dann sind da noch Themen, was man klären muss, weil die Basis stimmt nicht. 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Hier hast du den Löwen, das ist die Transformation. Und oft handelt sich das um Gefühle auch, die negativen Gefühle verabschieden, übergehen auf die positiven Gefühle, uns innerlich stärken. Und hier von Regulus bestrahlt, Regulus ist der Stern der Könige und befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und das ist die Herz der Löwen. Und das Herz ist eine Schatztruhe und wir sollen diese Schatztruhe auch mal öffnen. Und mal schauen, was begeistert mich? Wo bin ich mit Herz und Seele dabei? Was ist in meinem Herzen geschrieben? Das bedeutet die Berufung, die Hobby, Sport, Kunst, Kreativität, Natur, natürlich auch Liebe, Partnerschaft. Und dann weißt du das auch, was dich begeistert. Und Regulus zeigt, wie wichtig das ist. Und hier ist Neumond. Neumond, das heißt Rückzug, nachdenklich zu sein, mal aufschreiben vielleicht und darüber meditieren. Wie erreichst du das alles? September. Sonne, Merkur, Mars und Venus, alles ist im Löwe. Hier regiert Pluto. Und Pluto ist die konzentrierte Kraft. Und Pluto konzentriert wirklich auf dem Wesentlichen und sortiert und verabschiedet von allem, was diese Kraft stört. Und man könnte sagen, da räumt man auf. Falsche Einsichten oder Gedanken, zum Beispiel solche Gedanken, oh, ich kann das eh nicht, das erreiche ich sowieso nicht. Solchen Gedanken verabschieden, diese Gedankenmuster. Oder Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, diese Gefühle verabschieden. Oder sind manchmal Begegnungen, Kontakte zu anderen Menschen, die ausnützen oder unserem Kraft, Energie oder Zeit rauben, sagen oder mal Grenzen setzen, muss nicht immer gleich trennen, das muss nicht sein, aber mal Grenzen setzen, die Mut zu haben und sagen, ach, heute habe ich keine Zeit für dich, aber ohne Erklärung, wir müssen uns nicht immer rechtfertigen, sondern auf den Punkt zu bringen. Heute geht es nicht. Ich melde mich, wenn ich wieder Zeit habe. Solche Dinge wird hier geklärt. Am 19. September wird Saturn direktläufig. Und das hat schon eine wichtige Bedeutung, weil Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Und ändert sich die Richtung. Endlich geht alles voran, kommt eine Vorwärtsbewegung und das ist hier. Alles, was im Verborgenen liegt, kommt jetzt zum Geltung, bewegt sich alles in eine andere Richtung. 6. September ist Halbmond in Skorpion und das löst eine gewisse Unsicherheit aus. Hier in Skorpion entweder hast du Stress im Freundeskreis oder wenn du deine Träume, deine Hoffnungen hast, dann in diesem Tag, bei diesem Halbmond neigt man dazu, oh, das klappt eh nicht, löst Unsicherheit aus.
14. September ist Vollmond im Wassermann. Um deine Werte achten, um diesen Respekt verlangen und um die Finanzen kümmern. Genau hinschauen auf die Finanzen. 22. September ist Halbmond im Stier. Das ist wieder Unsicherheit, Spannung mit Kindern oder kommen Erinnerungen von deiner eigenen Kindheit. Das macht dich vielleicht unsicher. Oder wenn du diese schöpferische Kraft in Ausdruck bringen möchtest oder deine Lebensfreude, dass du dann zu streng bist, dass du das nicht zutraust. Solchen Themen löst das aus. 28. September ist Neumond im Löwe. Rückzug, Nachdenklichkeit. Was sollst du verabschieden im Leben? Und auf was sollst du konzentrieren? Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Monatsthema ist Reise, Ausland, Auslandskontakte oder Spiritualität. Hier Mars und Venus kann bedeuten, dass du mit deinem Partner auf die Reise bist, eine gemeinsame Urlaub oder dass im Ausland triffst die Liebe. Und Merkur ist im Waage und das zeigt Öffentlichkeit. Das kann sein, dass du einen Vortrag hältst oder ein Buch veröffentlichst, kann aber auch auslösen, dass du einen Vertrag, einen Arbeitsvertrag bekommst. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, wieder eine gewisse Unsicherheit. Kann auch bedeuten, dass alle so hektisch sind und da ist so viel Unruhe, dass das gut ist, wenn du hier zurückziehst. 12. Lebensbereich bedeutet auch Rückzug. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Das wird voll und ganz beleuchtet. Thema Austausch von Wissen, Informationen vermitteln, annehmen oder die Kontakt zum Verwandten und Nachbarn, Bekannten. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen. Und das trifft die Arbeit, eine gewisse Spannung in die Arbeit oder im Alltag. Wenn das um gesundheitliche Themen handelt, dann die Ruhe bewahren, den inneren Gleichgewicht. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. Und das ist hier der Rückzug, Nachdenklichkeit, weil hier auch um Spiritualität geht. Natürlich Meditation kann auch bedeuten. November. Mars ist im Jungfrau, also Mars bleibt hier im Jungfrau und das ist Kontakt zu einer männlichen Person von Ausland, kann auch bedeuten, dass dieser Mann organisiert etwas im Ausland oder du setzt deine Kraft ein und gehst auf deine Reise, aber bedeutet hier im 9. Lebensbereich auch Prüfungen, Schulungen, eine höhere Bildung. Also entweder deine eigenen Kraft oder Begegnung mit einer männlichen Person. Sonne ist im Waage. Monatsthema ist, wie kommst du zum Geltung, wie machst du dich sichtbar, wie stehst du in die Öffentlichkeit und wo liegt deine Berufung. Und Merkur und Venus
ist in Skorpion und das kann bedeuten, dass du Kontakt und Gespräch hast mit einer Frau im Freundeskreis oder in einer Gruppe, in einem Verein. Kann auch bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst, das wäre die Merkur-Energie, in einem Verein, wo mit Kunst was zu tun hat, das wäre die Venus-Energie dazu. Oder dass du Gespräche hast mit einer Freundin. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November dreht sich die Richtung, wird Merkur wieder direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig. Bewegt sich etwas hier in deinen Finanzen. Also geht voran. Und du kannst deine Träume leben, aber du sollst daran auch glauben, dann wirkt Neptun. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Das löst Unsicherheit aus oder Selbstkritik. 12. November ist Vollmond im Widder und das ist dein Zuhause. Das wird ganz genau überlegt, weil das Thema eigene Heim, eigene Zuhause, genau das wird beleuchtet. 19. November ist Halbmond im Krebs und das wirkt auf die Partnerschaft. Entweder hast du Spannung mit deinem Partner oder du bist unsicher und weißt nicht, ob das richtig ist. 26. November ist Neumond im Waage. Und das bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit über deine Ziele und über deine Berufung. Dezember Sonne ist in Skorpion. Monatsthema sind deine Hoffnungen und Wünsche, außerdem die Freundschaften. Venus ist im Schütze. Und das kann bedeuten, dass du als Frau eher zurückhaltend bist. Oder in dein Liebesleben erlebst du was Geheimnisvolles. Aber im 12. Lebensbereich sind auch die geheimen Feinde. Und hier bei Venus-Energie bedeutet eine Frau, eine Rivalin oder eine falsche Freundin. Mars und Merkur ist im Waage. Und das kann auslösen, dass du deine Kraft einsetzt, deine Ziele zu erreichen. Und bei Merkur, das ist die Mars-Energie, und bei Merkur-Energie, dass du verwirklichst das, wo du geträumt hast in deiner Kindheit und Jugend. Den Jugendtraum möchtest du hier verwirklichen. Kann auch auslösen, dass du einen Vertrag unterschreibst. Und da eine männliche Person unterstützt dich dabei. Und es handelt sich um deine Berufung. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann, hier wo um die Werte geht. Das kann auslösen, dass du keine Wertschätzung bekommst oder dein Selbstwertgefühl sinkt, weil jemand hat dich verletzt oder um Geld. Und in diesem Tag nichts einkaufen, nichts investieren, keinen Vertrag unterschreiben, was mit Geld was zu tun hat. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Thema Kreativität oder Thema Kinder wird voll und ganz beleuchtet. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Das löst aus, dass du von etwas verabschieden sollst, aber du möchtest es festhalten. Oder hast du ämtliche Themen, auch keinen Termin da ausmachen. 26. Dezember ist Neumond im Schütze.
Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation, karmischen Themen. Januar 2020. Mars ist in Skorpion. Und das heißt, entweder du setzt deine Kraft ein, deine Ziele, deine Wünsche zu verwirklichen, oder hast du einen Verein oder Gruppe von Menschen, wo um Bewegung geht, wie zum Beispiel Sport, Sportverein, kann auch auslösen, dass du durch Freundeskreis, Bekanntenkreis mit einem Mann begegnest oder kontaktierst mit einer männlichen Person oder einem guten Freund. Sonne, Merkur und Jupiter ist im Schütze. Jupiter übergeht im Schütze. Das bringt dir Glück und bleibt ganzes Jahr im Schütze. Und Merkur, Sonne auch im Schütze. Also Monatsthema ist hier die 12. Lebensbereich, karmischen Themen, alles was im Verborgenen liegt, die Geheimnisse, aber auch geheime Feinde. Und es ist natürlich möglich, dass jemand über dich redet, das wäre die Merkur-Energie, und das kommt ins Licht, das ist dann die Sonne. Und damit hast du Glück, und das ist Jupiter, und Jupiter zeigt auch die Gerechtigkeit. Aber kann auch bedeuten, dass du deine Geheimnisse hast. Dann sollst du eher schweigen. Weil wenn Sonne hier ist und Jupiter übertreibt es noch sogar, dann heißt, du bist dann verraten. Dann ist besser dein Geheimnis niemand in diesem Zeitpunkt vertrauen, sondern eher schweigen. Venus ist im Steinbock. Du als Frau bist wahrgenommen. Kann auch bedeuten, dass dein künstlerische, kreative zeigst oder in dein Aussehen ändert sich etwas. Du verschönerst neue Haarschnitt oder neue Kleider. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock, Monatsthema ist deine Persönlichkeit und das kommt im Geltung, das wird sichtbar, stehst auch in Öffentlichkeit. Venus und Merkur ist im Wassermann, aktiviert die zweiten Lebensbereich und es handelt sich um deine Werte. Und mit Venus-Energie zeigt sich, wie wertvoll du bist als Frau und jemand vermittelt dir das, also sagt das. Dieses Gespräch drückt sich hier bei Merkur-Energie aus. Kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge, das wäre Venus. Oder für Wissen, ein Buch kaufen oder ein Seminar buchen, das wäre die Merkur-Energie. Kann auch bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst, was mit Finanzen was zu tun hat. Das ist Merkur. Und Venus würde bedeuten, entweder mit dieser Vertrag mit einer Frau oder ein Vertrag, was dir Glück bringt. Venus bringt auch Glück. März 2020. Saturn und Pluto übergeht im Tierkreiszeichen Steinbock. Und sie bleiben einigen Jahren. Pluto länger, Saturn etwa 2 Jahre lang. Und das
beeinflusst deine Persönlichkeit, dein Auftritt, wie du wahrgenommen bist. Saturn bringt das in Form und Pluto zeigt jetzt deine innere Kraft, dich zu behaupten. Die Überzeugungskraft, überzeugt zu sein, für dein was deine Persönlichkeit betrifft oder dein Vorhaben, diese Kraft zu zeigen. Sonne und Merkur ist im Wassermann, Monatsthemen sind die Werte und Finanzen. Und bei Merkur kann das Verträgen bedeuten. Und Mars befindet sich im Schütze. Und das kann bedeuten, dass eine männliche Person erzählt seine Geheimnisse. Oder dass du kraftlos fühlst und brauchst du diesen Rückzug, diese Ruhe, damit deine Kraft bleiben kannst und behaupten kannst. Und Venus befindet sich im Widder. Und das trifft dein Zuhause und du verschönerst etwas zu Hause oder du bekommst einen Besuch von einer weiblichen Person. Liebe Noera, so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Viel Erfolg, alles Liebe, alles Gute von Dendera.